hörst du? Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von Ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia Party zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Jo. Steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien, ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da ist es. Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Nähern uns dem Absetzpunkt. Ja, ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Elbe zu einem neuen Part.
Resident Evil Revelations mit dem Zwergentrost. Ja, das hat jetzt ziemlich lange gedauert, das Intro. Wir versuchen jetzt unter Wasser beim Tauchen in ein Geisterschiff zu kommen, in ein weiteres Resident Evil Schiff. Das ist schon mal schön, dass wir jetzt wieder reingehen in ein Schiff. Das freut mich außerordentlich. Ja, Waffen kann man ja unter Wasser nicht wechseln. Schön. Okay. Kleine Touchscreen-Interaktion. So. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder lebend raus. So, das haben wir. Oh, Haie. Der weiße Hai ist draußen vor der Tür. Na toll. Das ist nicht die richtige Tür. Müssen wir nochmal hier durch. Schwierigkeitsgrad 3. Super. Kann es weitergehen. Okay, nice. Hier sind diese riesigen Klumpen vom Strand, ja. Oh wei. Und ich kann sie nicht wehren. Na toll. Gewehrmunition, was hilft mir unter Wasser? Gewehrmunition. Schießen kann ich doch sowieso nicht. Das ist süß. So. Ich fuchse mich da mal durch. Okay, hier ist eine Sackgasse, wie es aussieht. Wie es ausschaut. Was soll die übertriebene Musik? Okay. Etwas unübersichtlich hier, aber okay. Tauchen war noch nie meine Stärke. Echt wie auch im Spiel. Mal sehen, wo wir hingelangen. Vielleicht kommen wir wieder Welt drauf, die Spuren. Falsche Richtung. Hier lang. Ja, wo denn? Ich folge dir gerne. Sag mir nur, wo lang. Ich sehe kaum was unter Wasser. Ja gut, es geht halt wieder durch runter. Verirre ich mich da unter Wasser. Das ist wieder ein Irrweg. Ich seh nichts wohin. Da wohl kaum durch. Ja, auch nicht. Ja, sagt mir jemand den Weg. Hier könnte es alternativ lang gehen, aber da waren wir ja schon. Ich würde sie ja auch einscannen, diese Dinger, aber
Unter Wasser kann ich halt nichts bedienen. Und wenn ihr wisst, was ich meine, können wir uns nur diese wunderschöne Landschaft hier angucken. Ansonsten durch die Tür hier vielleicht. Jo. Schweißen. Was ist das Wichtigste beim Schweißen? Richtig, das Weh. Jo. Nur nicht die Spur verfehlen, weil dann ist das Ganze wieder vorbei. So, da geht's weiter. Viele, viele Türen aufzuschweißen. Die Tür lässt sich nicht aufschweißen. Ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Unter Wasser. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich darum. Keine gute Idee. Okay, mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Unter Wasser schweißen? Naja, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, aber... Naja, scheinbar schaffen wir es ja. So, zack, 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 zack. Boah, Mann, ist das schwierig. Es wird immer schwerer. Die Schweißnaht muss auch ganz genau sein. Darf nicht verfehlen. Dann muss das Ganze wieder von vorne. Jo. Ah. Ich sehe es ja vor allem nicht mit meinen fetten Fingern, wo ich da unten hintippe. Zum Glück zeige ich es euch nicht, das wäre auch zu blöd. Das wäre zu scheiße. Ah, komm, sei nicht so penibel, Spiel. Wenn man mal seinen DS-Stift verlegt hat, ist ja ordentlich scheiße. Ach Mensch, komm schon. Wird doch nicht so schwer sein. So. Nach etlichen Versuchen. Speichervorgang, super. Okay, die Musik ist seltsam. Nicht von dem Viech angreifen lassen. Braves Hündchen, ich tu dir nichts. Braves Klümpchen, wahrscheinlich Klumpi. Nein, das war nicht Klumpi. Ich glaube zumindest. Das war keine Vorlage für Klumpi. In German Let's Play. Maskottchen. Jo. Hier wird's blutig. Und da war doch die Anlage. MG-Munition. Irgendwas sagt mir, dass ich das noch brauchen werde. Jill, die Tür ist offen. Gut, ich komme okay, zu dir. Ich bin auf dem Rückweg. Und wenn auf dem Rückweg mal nichts passiert. Durch die Luken hier. Vorausgesetzt, ich finde den Weg zurück. Was ja bei mir durchaus nicht garantiert ist. Oha, da werde ich gefordert. Was war denn das? Das kam ja so plötzlich. Unfair. Du musst ihm wohl ausweichen. Darf ich wohl nicht zu nah an ihn ran. Muss bloß in eine bestimmte Richtung, darf ich wahrscheinlich nicht schwimmen. Ja, der kam so plötzlich aus dem Nichts, deshalb. So, ich weiß nicht. Wo lang? Dort lang?
Das ist eine Falle. Wo lang? Ja, das ist eine Falle. Ja, wenn das mal keine Falle ist. Sackgasse. Sackgasse, scheiße. Ja. Kannst du laut sagen. Da können wir es durch. Der Soundtrack hat an dieser Stelle wohl verkackt. Wie kann das sein? Von der FBC. In der Hand. Bitte kein Bosskampf. Bitte kein weiteren Zombie. Diktiergerät. Hier Agent Dario Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden. Och, das kommt mir bekannt vor. Wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot. Vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Welch bitte keinen Bosskampf, bitte keinen Bosskampf, bitte keinen Bosskampf. Sie haben nicht unter dich auf ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache. Nice. Ich lade schon mal meine Waffen vor, würde ich mal sagen. Könnte sein, dass ich die brauche. Okay. Sieht stark nach Bosskampf aus. Okay. Das klingt nicht gut. Menschen. Alle Opfer von Weltraum. Gilberto Leone. Das klingt italienisch, oder? Das ist doch so ein Batzen, so ein... Okay. Dann war das mal ein Mensch. Okay, jetzt haben wir uns an angeguckt. Schön, so will ich nicht enden. Wenn möglich. Bosskampf, Bosskampf, yo! Ich sehe es doch schon. Na, der Weltraumfuzzi. Die Queen Dido ist bereits tief unten im Meer. Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn. Thank you.
Hat er jetzt nicht gemacht. Um diesen Namen zu ehren, sehen wir unseren Fehler ein und verwandeln unser Fleisch in Erinnerung an unsere Sünden. Aber du, Morgan, sollst niemals ruhen. Wir werden von den Toten auferstehen, gefühllos und unwandelbar. Alle unsere Interaktionen sind hier drin. Wir werden Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Jack okay. Norman war der Kopf von Veldro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Gut, dann halt nicht. Oh, wir gehen jetzt in den Luxusbereich. Kennen wir doch von der Zenobia. Okay. Mir geht's nicht ganz gut. Ihr sucht das hier, oder? Jo, denke schon. Was kam? Oder auch nicht. Norman Speedy. Das war's. Das ist der Beweis. Stopp. Alles schreit nach Bosskampf. Bin ich morgen? Scheiße, verdammte.